wählen und würde sagen, fangen wir an. Formularlesung und Freiformerkennung mit Dockyard, die Alternative zu etablierten hochpreisigen Capture-Systemen. Zunächst mal sei ja festzustellen, was haben wir denn eigentlich im Angebot? Viele von Ihnen, die heute hier sind, das kann ich ein bisschen in der Teilnehmerliste sehen, die haben sich mit unserer Form Recognition, so nennen wir das Paket ja, bereits beschäftigt im Vorfeld. Wir haben eine regelbasierte Klassifikations- und Datenextraktionslösung. Und das Ganze ist eine vollständige Eigenentwicklung aus unserem Hause. Die meisten von Ihnen wissen, dass wir bei dem Thema Volltext-OCR in der Regel auf die Volltext-OCR-Engine von Abby setzen. Das, was wir heute besprechen, die Formularleselösung, die ist eine vollständige Eigenentwicklung aus unserem Hause, on top sozusagen der Volltext-OCR. Die, die es kennen, kennen es in der Regel aus dem PDF-Kompressor-Umfeld und haben es dort vielleicht auch zum guten Teil bereits im Einsatz. Im PDF-Kompressor-Umfeld, dafür haben wir das entwickelt, dieses Paket Form Recognition, was einerseits ja eine layoutbasierte Formularlesung beinhaltet. Das heißt, wir können gezielt anhand geometrischer Gesetzmäßigkeiten auslesen, wenn ein entsprechendes Formular so aufgebaut ist mit statischem Layout. Zum anderen unterstützt das Paket die Freiformerkennung. Das heißt, wir können regelbasiert Erkennungsregeln aufbauen, die auch ohne geometrischen Bezug in einem Dokument anhand von Stichworten und Markern, die wahrscheinlich in der Umgebung vorkommen, eines entsprechenden Dokuments auch mit dem Freiform- oder regelbasierten Ansatz Daten gezielt auslesen. Im PDF-Kompressor-Umfeld war das Paket immer so ein bisschen dreigeteilt. Das heißt, wir hatten den Formular-Designer, wir hatten dann im PDF-Kompressor selbst die Massenverarbeitung, das tatsächliche Lesen und es gab dann dazu den Form Validator, wieder ein separates Paket. Die Kommunikation zwischen den Paketen war so ein bisschen die Dateischnittstelle. Es wurde von A nach B kopiert bzw. transportiert und wieder neu ausgelesen, was die Abläufe insbesondere ein bisschen statisch gemacht hat. Nun haben wir das Form Recognition Paket als Technologie in Dockyard-Module übersetzt. Unser Dockyard ist ja eine, ja, in diesem Kontext dieses Webinars vielleicht mal als Workflow-Lösung zu bezeichnen, ist eine Integrationsplattform, mit der man sehr beliebige, sehr flexible, unterschiedliche Jobs und Abläufe im Bereich der Dokumentenverarbeitung aufbauen kann. Und in diesem Kontext funktioniert die Form Recognition, diese Technologie, doch sehr viel weitergehender, als das Ihnen bisher vom PDF-Kompressor bekannt sein könnte. Wir haben dort jetzt die Möglichkeit, durchaus mehrstufige Erkennungsprozesse aufeinander aufzubauen. Wir können natürlich mit einer Workflow-Steuerung auch anhand von Ergebnissen, die gefunden werden, verzweigen und Entscheidungen treffen. Wir können auf eine relativ einfache Art und Weise, das werden wir uns vielleicht sogar ansehen, ein Vier-Augen-Prinzip realisieren. Im englischen Sprachraum heißt das Double Blind Data Entry, wo wir mit der Dockyard-Rechteverwaltung eingreifen können und wirklich tatsächlich sicherstellen können, dass ein Dokument, was aus Qualitätsgründen vielleicht zweimal ausgelesen werden muss, tatsächlich oder zweimal mit dem gleichen Ergebnis ausgelesen werden muss oder abgetippt werden muss, tatsächlich an zwei verschiedene User geroutet wird, ganz zielgerichtet. Das gilt natürlich auch für den dritten Schritt, die Validierung der gelesenen Daten. Wir können gegen Datenbanken validieren. Wir haben natürlich den Validierungsarbeitsplatz auch als Dockyard-Modul hier mit eingebaut und können natürlich damit auch relativ komplexe Abläufe in der Erkennung, sowohl in der automatisierten Lesung als auch im manuellen Erfassen, als auch natürlich in einer Kombination der beiden Möglichkeiten hier in Dockyard Workflows überführen und damit die Forms Recognition Engine so richtig von der Leine lassen, sag ich mal. Selbstverständlich sind Dinge möglich wie Stichproben zur Qualitätskontrolle und Ähnlichem. Das Webinar heute soll aber nicht in der Theorie hängen bleiben. Ganz im Gegenteil, wir haben heute uns vorgenommen, überwiegend völlig praxisorientiert zu arbeiten. Heißt mit anderen Worten, wir werden den wesentlichen Teil im Dockyard verbringen, nämlich mit einem Beispiel aus der Praxis. Das heißt, ich werde gleich an den, meinen Kollegen hier und Mitreferenten, den Helmut Schünemann, übergeben, der Ihnen dann mal zeigt, was ich Ihnen mit dem ganz kleinen theoretischen Abriss bisher gesagt habe. Es geht hierbei um ein Beispiel, was wir Ihnen zeigen wollen. Das sind Zählerkarten, die als Rückläufer zu werten sind von den entsprechenden Kunden. Die wollen wir auslesen, diese Antwortkarten.
Und zwar im Hinblick auf Kundennummern und so weiter. Wir werden ein bisschen einen Datenbankzugriff haben, wo wir Stammdaten anziehen, die dann dazu gehören. Ein bisschen Handschrifterkennung mit eingebaut. Wir machen hier sogar mal tatsächlich eine manuelle Erfassung beziehungsweise eine Kombination aus automatischer und manueller Erfassung im Sinne eines Vier-Augen-Prinzips, machen eine Qualitätskontrolle anhand von Stichproben und bereiten die Daten für den Export dann auf in dem Format, wie vielleicht Ihr Kunde oder Sie selbst sie dann entsprechend braucht, um in die nachgelagerten, in die Fachanwendungen damit reingehen zu können. Und das alles machen wir in diesem Webinar in, da ich jetzt so lange geredet habe, deutlich weniger als 45 Minuten. Dann möchte ich an der Stelle jetzt übergeben, dass uns der Helmut Schünemann einfach mal zeigt, wie das Ganze aussieht. Dazu switche ich auf seinen Bildschirm rum. Ja, guten Morgen von meiner Seite auch nochmal. Mein Name ist, wie schon angekündigt, Helmut Schünemann. Ich darf Sie jetzt durch den praktischen Teil geleiten. Was Sie hier im Moment am Bildschirm sehen, ist der Job bzw. das Beispiel, das wir aufgesetzt haben. Ich möchte das ganz kurz erläutern, dass Sie einen Eindruck von dem Ablauf haben. Wir importieren gescannte Dateien, führen die einer Formularerkennung zu. In der Formularerkennung werden dann zwei Informationen ausgelesen. Es wird eine Kundennummer ausgelesen und es wird ein Zählerstand ausgelesen. Diese Daten werden dann aufbereitet in dem Sinne, dass zum Beispiel führende Nullen eliminiert werden und ähnliches mehr. Und das Ganze wird dann gemäß eines Vier-Augen-Prinzips in Erfassungsarbeitsplätze weitergeleitet. Das Vier-Augen-Prinzip ist hier realisiert einmal durch die maschinelle Erkennung und durch eine zweite Erfassung. Sollte die maschinelle Erkennung zu keinem Ergebnis führen, wird der entsprechende Beleg an zwei Arbeitsplätzen vorgelegt, damit also zwei Ergebnisse auch vorliegen, die dann auf Übereinstimmung überprüft werden können. Falls sie nicht übereinstimmen, geht das diese Schleife wieder zurück und wird erneut dann vorgelegt. Wenn das erfolgreich gewesen ist, geht es weiter. Und wir holen hier dann aus der Datenbank ergänzende Informationen. Sie sehen hier ein Select Statement im Kontextmenü, das dann aus der Datenbank bezogen auf die Kundennummer weitere Informationen holt. Und dann wird als letztes eine Stichprobe gemacht. Es wird überprüft, ob die Daten korrekt ausgelesen und erfasst wurden. Wenn die Stichprobe korrekt ist, werden die Daten dann entsprechend für den Export aufbereitet. Das heißt, wir erzeugen auf der einen Seite pro Karte eine PDF-Datei für die Langzeitspeicherung und gleichzeitig wird eine CSV-Datei erzeugt, die die ausgelesenen Daten, also Zählerstand und Kundennummer, angereichert und weitere Informationen dann so aufbereitet, dass sie im ERP-System weiterverarbeitet werden können, gegebenenfalls auch automatisch weiterverarbeitet werden können. Denn hinter dem Auslesen der Zählerstände steht ja letztendlich eine Abrechnung, die an den jeweiligen Kunden geschickt werden soll. Werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Beispiele. Was wir haben, ist eine Zählerkarte, wie Sie sie aus dem täglichen Leben kennen. Wenn Sie von Ihrem in den Stadtwerken aufgefordert werden, den Zählerstand fürs Wasser mitzuteilen oder hier in diesem Beispiel den Stromzählerstand. Porto zahlt Empfänger, ist leider nicht immer der Fall, aber das eine Feld, was wir hier halt auslesen, ist der Zählerstand. Da wird eine Handschriftenauslesung gemacht. Und das zweite ist, wir haben hier barcode-mäßig kodiert die Kundennummer. Dort machen wir eine Barcode-Lesung. Und für den Fall, dass ein Barcode nicht gelesen werden konnte, ist der Barcode-Wert hier natürlich die Kunden nochmal in Klarschrift nochmal vorhanden, sodass man sie in der Erfassung dann auch wirklich abtippen kann. Gut, dann starten wir mal diesen Job. Und Sie sehen dann, dass hier sofort ein Batch erstellt wird. Es wird jetzt ein Verzeichnis ausgelesen, in dem eine Reihe von Dateien liegen. Und Sie sehen, dass hier auch schon die Verarbeitung der Seiten beginnt und die ersten Dokumente liegen bereits vor für die Erfassung. Ich habe hier jetzt zwei Clients geöffnet und muss mich zu dem jeweiligen Job verbinden, damit ich die Daten bekomme. Mache ich für den zweiten auch nochmal.
Denn ich möchte Ihnen ja das Vier-Augen-Prinzip zeigen, dass also Belege dann entsprechend auch weitergeroutet werden. Hier haben wir jetzt im oberen Beispiel die Situation, dieser Beleg ist für die zweite Erfassung gemäß Vier-Augen-Prinzip vorgesehen. Es wurde also eine Zählernummer gelesen, es wurde auch eine Kundennummer gelesen. Und um jetzt dem Vier-Augen-Prinzip Genüge zu tun, erfasse ich jetzt als zweite Instanz nochmal den Zählerstand. Das erste Augenpaar war also unsere OCR-Maschine, wenn ich das richtig verstehe an der Stelle. So, damit ist der Beleg richtig erfasst. Im zweiten Fall haben wir hier jetzt eine Konstellation, dass der Zählerstand zwar, ich hatte einen falschen Fokus, ich bitte um Entschuldigung, das Feld ist natürlich leer. Ich hatte eben einen falschen Fokus und als ich die erste Eingabe gemacht habe, war ich aus Versehen in diesem Fenster. Hier haben wir folgende Situation. Der Barcode ist nicht lesbar, weil irgendjemand hier eine Briefmarke oder irgendwas raufgeklebt hat. Das heißt, hier haben wir einen Beleg, der jetzt zum ersten Mal mit Daten versehen wird. Das ist also der erste Schritt im Vier-Augen-Prinzip. Ich habe jetzt hier also zwei Daten zu erfassen. Einmal den Zählerstand. Und natürlich die Kundennummer, weil der Barcode nicht gelesen wurde. Und wenn ich jetzt diesen Beleg abschließe, dann taucht er sofort ein zweites Mal auf, weil er ja gemäß Vier-Augen-Prinzip zwei Instanzen durchlaufen muss. Und er wird dann nicht bei mir ein zweites Mal auftauchen, sondern in einem anderen Validator-Client. So, und jetzt habe ich hier nochmal die Notwendigkeit, die Kundennummer zu erfassen, damit sie auch zweimal erfasst wurde. So, und damit ist jetzt dieser Schritt erledigt. Und die Erfassung ist damit abgeschlossen. Und der nächste Schritt in der Bearbeitung ist dann die Stichprobe zur Überprüfung, ob die Daten komplett verarbeitet wurden. Dazu verbinde ich mich zu dem Arbeitsschritt und bekomme jetzt eine Stichprobe aus dem gesamten Stapel angezeigt. Und hier sieht man auf den ersten Blick, hier stimmt was nicht. Hier hat jemand aus Versehen auch die Kundennummer in das Feld für den Zählerstand eingetragen. Das heißt, dieser Beleg ist nicht in Ordnung. Den muss ich also zurückweisen. Im zweiten Fall ist alles korrekt. Das bedeutet aber letztendlich, dass die Regeln für die Stichprobe nicht erfüllt sind und dieser Batch muss verworfen und erneut prozessiert werden. Wir sehen hier, wir werfen nochmal einen Blick auf den Workflow. Wir haben hier die Situation, dass wir jetzt in dem Punkt Stichprobe auswerten sind. Wir haben festgestellt, in der Stichprobe sind Fehler. Und das bedeutet, dass dieser Batch so nicht exportiert werden kann und an den Kunden übergeben werden darf. Und deswegen ist der Stapel halt noch ein erneutes Mal zu verarbeiten. Wir sehen hier auch, dass Fehler angezeigt werden. Die können wir uns hier über das Kontextmenü auch anzeigen lassen. Wir sehen, in welchem Modul das passiert ist und welche Art von Fehler dort passiert ist und welcher Benutzer den festgestellt hat. Hier sind also, ist ein Ergebnis nicht akzeptiert worden und dadurch ist der Batch dann automatisch abgebrochen worden. Ich starte diesen Batch jetzt erneut. So, und jetzt sieht man, dass der bereits wieder neu losläuft. Die Daten liegen ja noch im Eingabeverzeichnis, das heißt, sie werden erneut eingelesen.
Und ich verbinde mich hier jetzt erneut. Und habe jetzt hier wieder den zweiten Erfassungsschritt zu vollziehen. So, und hier haben wir jetzt wieder den nicht gelesenen Barcode. Der jetzt ein zweites Mal auftaucht. So, und damit ist jetzt die Erfassung abgeschlossen und wir kommen erneut zu dem Punkt der Stichprobe. So, und hier haben wir jetzt die Situation, dass die erste Stichprobe okay ist, Zählerstand stimmt, Kundennummer stimmt auch, können wir also sagen okay. Ja, wo bleibt der zweite Beleg aus der Stichprobe? Kann man jetzt an der Stelle vielleicht mal kurz einhaken, das kann der Herr Schünemann jetzt nicht sehen. Der aufmerksame Zuschauer wird es gesehen haben. Er hat bei der Datenerfassung einmal eine 0 zu viel erfasst mitten im Wert und somit ist natürlich am Ende jetzt wieder der Batch nicht wie in unserem Storyboard für unsere Präsentation hier geplant erfolgreich durchgelaufen, sondern wir müssten den jetzt erneut durchlaufen lassen, weil hier wieder eine Regel verletzt wurde, die er nicht abgefangen hat hier in dem Fall. Okay, ich glaube, das macht aber nichts. Prinzipiell ist das hier an der Stelle verstanden. Wir haben ja hier ein bisschen darauf abgestellt, Ihnen mehr den Kontext zu zeigen zwischen der Formular Recognition Engine, die hier ja in sich ein oder zwei Modulen in diesem Ablauf hier manifestiert und den Möglichkeiten, die man durch die Workflow-Steuerung hier bekommen kann. Da sind wir durchaus in eine etwas komplexere Situation hineingegangen mit Vier-Augen-Erfassung, mit manueller Erfassung und kombinierter automatischer Auslesung. Sie können natürlich weiterhin selbstverständlich unsere Module auch in dem Dockyard-Kontext für gezielt gesteuerte Abläufe benutzen, die möglichst weitgehend automatisiert ablaufen, die also versuchen, diese manuellen Eingaben ein bisschen zu minimieren und die manuelle Arbeit zu reduzieren. Das ist natürlich beides möglich. Wie gesagt, wir wollten hier in dem Beispiel durchaus mal darauf abstellen, wie wenigen Schritten man während des Aufsetzen eines Workflows zu bereits doch relativ komplizierten integrierten Abläufen zwischen manueller Erfassung und automatisierter Auslesung kommen kann. Nochmal ganz kurz zu diesem Vier-Augen-Prinzip, was hier mehrfach erwähnt worden ist. Das Vier-Augen-Prinzip sieht so aus, die Maschine liest die Daten und anschließend, also unsere Form Recognition Engine liest die Daten und anschließend werden die Daten einmal auf einen manuellen Arbeitsplatz herausgegeben, wo sie nicht korrigiert werden in diesem Beispiel hier, was natürlich selbstverständlich auch möglich wäre, nach entsprechenden Regeln sie nur dorthin zu routen, sondern wo sie tatsächlich nochmal manuell erfasst werden. Kommt das zu den gleichen Ergebnissen, dann gilt das als vier-augenmäßig korrekt verarbeitet. Wenn nicht, dann muss es halt nochmal manuell erfasst werden, bis dort zweimal das gleiche Ergebnis rauskommt. Wenn das nach so und so viel Durchläufen nicht zum Tragen kommt, das kann man selbstverständlich alles konfigurieren, kann man die Dokumente dann auch ausphasen und dann entweder in einem kleinen Supervisor-Workflow weiterverarbeiten oder tatsächlich ausphasen und dem Kunden als nicht lesbar zurückgeben oder was immer der Vertrag in dem Fall für solche Fälle vorsieht.
Ja, inzwischen haben Sie im Hintergrund gesehen, Herr Schünemann hat den Batch nochmal gestartet, nochmal durchlaufen lassen. Diesmal hat er sich auch nicht vertippt und deshalb kann er Ihnen jetzt auch die Ergebnisse zeigen. Ja, Sie kennen das aus der Praxis auch. In den allermeisten Fällen sitzt das Problem vor dem Bildschirm. Das war bei mir heute auch der Fall. Vertippt, deswegen noch Moralprozess. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen wollte zum Abschluss ist das Verarbeitungsergebnis. Wir sehen hier das Ausgabeverzeichnis. Dort finden wir eine Reihe von PDF-Dateien und eine CSV-Datei. Mit der möchte ich mal beginnen. Die CSV-Datei enthält jetzt spaltenweise verschiedene Informationen. Das ist einmal die ausgelesene Kundennummer. Die nächsten drei Informationen, Name, Vorname und Ort, haben wir aus der Datenbank komplettiert. Und per Handschriftenauslesung haben wir hier den Zählerstand erfasst. Und die Kundennummer ist dann auch gleichzeitig verwendet worden, um das PDF einen Namen zu geben. Und dann finden wir auch in dem Verzeichnis der Reihe nach die entsprechenden Dateien. Es fing mit der 73, glaube ich, an. Das war die erste. So, und hier haben wir jetzt ein PDF, das für die Langzeitarchivierung vorgesehen ist. Und die Daten in der CSV-Datei können dann an das ERP-System automatisiert übergeben und auch dort automatisch eingelesen werden zur weiteren Verarbeitung. So, soweit zu diesem kleinen Beispiel. Wir haben diese Form des Beispiels deshalb gewählt, weil es doch sehr viele Jobs gibt, wo Informationen auszulesen sind, die auch dann ergänzt werden, um Stammdateninformationen, also Datenbankzugriffe gemacht werden. Wir wollten ein Vier-Augen-Prinzip zeigen und auch, wie das System darauf reagiert, dass eine Stichprobe verworfen wird, also die Qualitätskontrolle nicht bestanden wird, wie einfach man dann diesen entsprechenden Batch nochmal verarbeiten kann. Und würden uns jetzt ganz gerne Ihren Fragen widmen, die während der Präsentation aufgekommen sind. Ja, vielleicht machen wir das so rum, dass du vielleicht die eine oder andere Frage vorliest, ja. Vielleicht was beantworten kann, was wir da jetzt haben. Sie sind weiterhin aufgefordert und in der Lage, gerne uns weitere Fragen aufzugeben. Nochmal kurz zur Erinnerung, es sind noch nicht so zahlreiche Fragen aufgetaucht, jetzt hier aber nochmal kurz zur Erinnerung, nutzen Sie das Questions, heißt das Feld, nutzen Sie das Questions-Feld in der GoTo Webinar Software, wie gesagt, meist rechts auf Ihrem Bildschirm und schreiben Sie munter drauf los. Wir nehmen die Fragen vor, keine Sorge, wir heben Sie nicht aus der Anonymität heraus, wenn Sie das nicht explizit wollen, sondern werden wirklich inhaltlich, sachlich die Fragen beantworten, die Sie da jetzt dann vielleicht doch noch haben. Also, ja, wie gesagt, weiterhin aufgefordert, aber ein paar Fragen haben wir, dann fangen wir doch einfach mal damit an. Ja, die erste Frage, die ist auch mehrfach schon gestellt worden. Wie aufwendig ist das Einrichten der Formularlesung in diesem Beispiel? Wie viel Schulung benötigt man dafür? Okay, das werde ich mal versuchen zu beantworten. Also erstmal, wenn Sie in diese Dockyard-Welt einsteigen und solche Prozesse hier mit Dockyard abbilden wollen, dann kommt grundsätzlich natürlich unser Paket, bereits die Plattform und selbst das Demosystem und so weiter, kommt natürlich mit den entsprechenden Trainings. Das heißt, Sie haben ganz klipp und klar die Notwendigkeit, sich damit auseinanderzusetzen. Wie mache ich das jetzt? Ein bisschen auch, um die Modularität dieses Dockyard-Systems zu verstehen. Sie sehen ja, dass Sie mit relativ wenigen einfachen Schritten in dem Cockpit, wie der Herr Schünemann das jetzt gerade gezeigt hat, mit wenigen Schritten in dem Cockpit bereits durchaus zu relativ, ja, doch vergleichsweise komplexen Abläufen kommen können. Wir haben das vielleicht mal hier am Beispiel auch. Dazu hole ich mir mal den Screen wieder zu mir, ganz kurz. Haben das hier relativ am Beispiel mal aufgeschrieben. Ja, jetzt muss ich mir den Screen mal eben zurückholen. Ich habe nämlich hier dazu tatsächlich sogar eine Folie.
Und was man da sehen kann, ist, dieser Job, den wir hier haben, der ist natürlich nach dem Training, was ich schon für Dockyard bei ein, zwei Tagen, drei Tagen vielleicht sehen würde, für diesen Level hier und auch für der Formularerkennung durchaus bei einem Tag sehen würde, dass man das trainiert, schon innerhalb eines Tages durchaus einzurichten. Und ich rede jetzt hier von einem Job, der prozentual Dokumente ausfiltert und sie automatisch Stichproben zuroutet, der am Ende Ausgaben vergleichsweise aufwendig formatiert und umsetzt, der am Anfang ein Vier-Augen-Prinzip realisiert, was ja sicherlich von der Ablaufsteuerung her nicht ganz einfach ist. Wir reden hier von der Einrichtung eines Formdesigns. Gerade auf dem anderen Screen gesehen, der Herr Schünemann bereitet das vielleicht nochmal vor, dass man da nochmal drauf gucken kann, wie man so ein Formdesign eigentlich einrichtet, für die, die es noch nicht gesehen haben. Wir haben hier einen Datenbankabgleich mit drin, wir ziehen Stammdaten an, wir haben die Validierungsmasken zu gestalten, das heißt zu sagen, welche Felder müssen eigentlich erfasst werden und so weiter und so fort, beziehungsweise geprüft werden und so weiter. Wir haben die Ausgabeformate definiert und umgesetzt und das Ganze getestet und das ist wohl für die geschulte Person auf jeden Fall in einem Tag auch umzusetzen. Also in den Größenordnungen spielt sich das ab. Wenn Sie natürlich in wesentlich einfachere Abläufe noch reingehen, das heißt doch mehr in den automatisierten Ablauf reingucken, weniger jetzt hier die manuellen Workflows und also die Aufwendigkeit des Workflows geringer ist, dann ist das durchaus auch mal schneller zu machen, allerdings ganz tipp und klar nach einer Schulung. So, jetzt kommen zahlreiche weitere neue Fragen rein. Das freut mich natürlich. Die sollten wir jetzt eigentlich auch tatsächlich alle Schritt für Schritt mal durchgehen. Vielleicht machen wir es mal umgekehrt. Ich stelle mal eine Frage und der Herr Schünemann darf mal eine Antwort versuchen. Es gibt eine Frage, die beschäftigt sich mit dem Audit Trail. Stichwort Richtung Reporting, Auswertung. Frage nach dem Ermittlung des Erfassungsdurchsatzes auf einer Personenebene und so weiter und so fort. Da können wir sicherlich ein, zwei Worte zu sagen. Vielleicht sogar was zeigen, Helmut, oder möchtest du sagen? Ja, dann gebe ich dir nochmal den Screen zurück und bitte dich um die Beantwortung der Frage. Ja, also diese Frage ist natürlich von elementarer Bedeutung. Sie möchten natürlich wissen, wie der Durchsatz insgesamt ist und wie der Durchsatz der einzelnen Mitarbeiter ist. Wir haben dazu in Dockyard zum einen eine Protokollfunktion, die alle manuellen und interaktiven Schritte protokolliert, wer, wann, was, wie viel. Und dazu gibt es natürlich auch entsprechende Reports. Und diese sind über das Cockpit aufrufbar und auswertbar. Und dort haben wir grundsätzlich zwei verschiedene Sichten auf das System, dass wir einmal eine Sicht auf den Job als solchen haben und da kann ich aus dieser Liste dann jetzt halt entsprechende Jobs auswählen. Ich greife jetzt mal einfach einen hier raus und habe dann die Möglichkeit zu sagen, in welchem Zeitraum jetzt welcher Zeitraum jetzt überprüft werden soll. Und da müssten jetzt hier geringe Daten schon mal vorhanden sein. Wir sehen hier, dass jetzt ein Stapel verarbeitet wurde. Wir sehen, wie viele Antwortkarten hier verarbeitet wurden. Wir sehen, welche Verarbeitungsschritte hier durchlaufen wurden und wie viele Elemente hier die einzelnen Verarbeitungsschritte durchlaufen haben. Wenn wir jetzt mehrere Batches verarbeitet haben, dann haben wir für jeden Batch eine solche Übersicht und am Ende eine aufsummierte Tabelle über alle Batches. Und da sehen Sie auch sehr schön, dass Sie hier eigentlich alle Informationen haben, die Sie benötigen, um dem Kunden auch entsprechend eine Rechnung zu stellen. Das wäre die eine Sicht auf die Produktion. Diesen Report können Sie auch entsprechend exportieren, beispielsweise als CSV-Datei, um ihn dann an die Buchhaltung zu übergeben, die dann auf Basis dieser Zahlen dann auch dem Kunden die Rechnung stellen kann. Wenn Sie das in der Scan-Dienstleistung machen oder wenn Sie in einem großen Konzern das machen, dann vielleicht eine andere Kostenstelle entsprechend damit belasten können. Genauso gibt es auch eine Sicht auf die verschiedenen Mitarbeiter. Ich könnte hier jetzt beispielsweise mal diesen herausgreifen und würde dann erfahren, an welchen Jobs der einzelne Mitarbeiter von wann bis wann gearbeitet hat. Hier sehen wir, dieser Mitarbeiter hat
an zwei Jobs gearbeitet, hat in einem zwei Batches verarbeitet, in dem anderen einen Batch. Wir sehen hier die Anzahl Seiten. Wir sehen die Zeiten, die er aufgewendet hat und haben hier am Ende auch eine Gesamtauswertung. Wir haben hier natürlich sehr geringe Zeiten, weil wir immer nur Beispieljobs hier aufzeichnen und ja keine echte Produktion haben. Aber das, denke ich mal, ist auch dann ganz gut, um auch beispielsweise über längere Zeitraum zu sehen, ob die Mitarbeiter eine Lernkurve haben oder nicht. Ja, weitere Fragen, die hier aufkommen, also vielleicht nochmal ganz dazu, es werden alle Schritte höchst granular in der Datenbank protokolliert. Wir haben hier Standard-Reports drin, die diese höchst granular aufgezeichneten einzelnen Bewegungsdaten in der Plattform auswerten und gruppieren. Es steht Ihnen natürlich auch als Anwender und Kunde von Dockyard jederzeit frei, auf Basis dieser Daten, das Datenmodell wird unseren Kunden vollständig offengelegt, eigene Reports hoch angepasst an ihre eigenen Bedürfnisse zu erstellen und dann entsprechend auch mit ihren eigenen Fragestellungen diese wirklich sehr granular aufgezeichneten Bewegungsdaten in der Plattform auszuwerten. Das ist vielleicht auch schon eine Antwort auf eine weitere Frage, die wir haben, die da heißt, können eigene Statistiken erstellt werden? Jawohl, Sie können sowohl Custom Reports generieren, wir mit unserem Professional Service Team können für Sie Custom Reports generieren und Sie können mit einem generischen Datenbankabfragewerkzeug, wenn Sie ein bisschen technischer orientiert sind, natürlich selbstverständlich auch jederzeit eigene Statements loslassen, denn wir legen Ihnen dieses Datenbankschema mit den völlig granularen Protokolldaten offen. Jetzt sind wir gerade bei der Datenbank, da kommen neue Fragen rein zum Thema, welche Datenbanken kann Dockyard eigentlich benutzen. Dockyard hat im Paket eine PostgreSQL-Datenbank enthalten, die liefern wir mit, damit dann auch eine dabei ist, auch wenn Sie keine haben. Selbstverständlich läuft Dockyard aber auf den SQL-Datenbanken, die man so kennt. Wir haben durchaus Kunden, da spielt der Microsoft MS SQL-Server eine Rolle, der sogenannte SQL-Server und es gibt Oracle-Anwender und so weiter und so fort. Also da nehmen wir entweder die Datenbank, die im Paket drin ist, oder Sie nehmen die, oder wir nehmen die, wie auch immer, oder Ihre eigene. Das ist gar kein Problem. Eigene Statistiken hatten wir. Jetzt kommt noch ein organisatorischer Hinweis, wird das Webinar aufgezeichnet. Jetzt habe ich gerade nochmal geguckt, danke für die Frage. Ja, Gott sei Dank, ich habe es nicht vergessen, den Knopf zu drücken am Anfang. Das Webinar wird aufgezeichnet. Sie können das Webinar allerdings erst in einiger Zeit in unserem LuraTech-Channel bei YouTube sehen. Sie hier als Teilnehmer haben den Vorteil, dass Sie die Anwendung die Informationen zunächst mal für einige Zeit exklusiv haben und dann werden wir das Webinar als Aufzeichnung in unseren YouTube-Channel einstellen. So. Ich gehe nochmal weiter durch, vielleicht haben wir nochmal eine Frage auch, die ich weitergeben kann. Ja, es gibt so eine Fragengruppe hier, die beschäftigt sich so mit den Themen, die vielleicht der Herr Schünemann auch ganz gut nochmal beantworten kann. Mit den Themen, können Batches automatisch gestartet werden? Zum einen, können Batches dauerhaft laufen und damit immer auf neue Arbeit warten? Und unser Batch-Starter-Modul, was ja durchaus eine Komponente in dem Dockyard ist, hat ja da verschiedene Möglichkeiten, die der Herr Schünemann vielleicht gerade mal aufzeigen kann, vielleicht auch inklusive einen kleinen Hinweis auf unsere Track-and-Trace-Optionen und so weiter. Ja, danke für die Frage. Die ist ja recht wichtig. Ich hatte am Anfang, als ich den Job gestartet habe, nicht erläutert, warum ich ihn manuell gestartet habe. Selbstverständlich ist das Dockyard ein System, das permanent laufende Jobs kennt, und das ist auch der Regelfall, die dann einfach auf Informationen warten, die sie an bestimmten Stellen nach Regeln dann abzugreifen haben. Für jeden Job wird festgelegt in der Konfiguration, wo er seine Informationen findet und nach welchen Regeln er dort Informationen zu importieren hat. Beispielsweise gibt es dort auch eine Indexdatei vom Scanner, die mit ausgewertet werden muss oder die nicht nur als Anker dient, wenn sie denn geschrieben ist, jetzt ist ein Verzeichnis komplett und ich darf Informationen einlesen, sondern es können auch Informationen, die Scan-Software erzeugt und in Indexdateien schreibt, mit ausgewertet werden. Das automatische Anlegen von Batches kann auf unterschiedliche Weise passieren. Das kann einmal passieren durch das Auslesen eines Verzeichnisses, was hier in diesem Job das Modul TIFF-Import macht, das halt einen bestimmten Input-Folder hat. Hier ist eine Variable gesetzt dafür und die hinter der verbirgt sich dann halt der absolute Pfad, wo die Information einzulesen ist. Batches können aber durchaus auch durch andere Komponenten schon vorher angelegt werden. Wir haben in unserem
Dockyard-System ja weitere Clients, die auch das manuelle Prozessen unterstützen, beispielsweise einen Wareneingangs-Client oder einen Track-and-Trace-Client, der generell alle Aktivitäten tracken kann, die nicht elektronischer Art sind, wie beispielsweise eine Papieraufbereitung oder auch vielleicht einen Scan-Vorgang. Ich darf da mal auf ein anderes Beispiel umswitchen, wo wir so etwas durchaus machen. Sie sehen hier zwei Verarbeitungsschritte in der sogenannten Pre-Processing Area. Pre-Processing heißt, bevor also die Dokumente tatsächlich in die Dockyard-Verarbeitung importiert werden nach dem Scannen. Hier werden einfach die angelieferten Kistenboxen Ordner eingecheckt und in diesem Fall passiert an dieser Stelle bereits das Generieren von Batches. Das heißt, das System weiß schon, dass es heute noch bestimmte Dinge zu verarbeiten hat und kann daraufhin sogar eine Produktionsprognose machen, wann entsprechend die jetzt gerade angelieferten Kistenboxenordner verarbeitet sein werden. Und insofern haben wir hier natürlich die volle Automatisierung der Produktion gegeben. Dass ich den Job eben manuell gestartet habe, ist einfach nur dem Demonstrationsszenario geschuldet. Wir lassen den Screen mal auf dem Dockyard stehen, da müssen wir gleich nochmal was zeigen. Das habe ich hier schon in den Fragen gesehen. Vielleicht vorab nochmal eine Frage, die ich beantworten kann. Ich picke mir die mal hier raus. Das ist auch eine Fragengruppe. Da möchte es jemand ganz genau wissen und stellt hier ganz intime Fragen, nämlich wie viele Entwickler arbeiten eigentlich da dran, wie viele Leute gibt es im Professional Service Bereich, die da zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Dazu kann ich mal ein paar Sachen auf jeden Fall sagen. Das Dockyard-Kernteam ist das Kernteam an Softwareentwicklern, ich lasse jetzt mal die Produktmanager und alle anderen, die damit zu tun haben, durchaus außen vor. Das Dockyard-Kernteam an Softwareentwicklern ist 7 Personen groß. Wir reden heute ja aber im Wesentlichen auch über das Modul Formulareerkennung. Das ist natürlich eine Technologie, die aus der PDF-Kompressorgruppe mehr mit entstanden ist. Das heißt, also da sind noch ein paar mehr Leute dahinter. Und auch geschuldet durch die Auftragslage sind wir natürlich in diesen Bereichen in den letzten Jahren auch am stärksten gewachsen, was so die Personalausstattung angeht. Und inzwischen, das ist auch hier nochmal eine Frage, steht auch ein Professional Services Team zur Verfügung bei uns. Das ist also unsere Abteilung, die das Customizing macht, wenn Sie das denn möchten. Also Dockyard können Sie beziehen als Software-Lizenz mit Training und das in einem eigenen Haus selbst betreiben. Da kommen wir auch gleich zu der anderen Fragengruppe, nämlich wie macht man eigentlich eigene Module da rein und wie parametriert man die Module. Das zeigen wir es gleich, denke ich, nochmal. Sie können das also selber machen, wenn Sie wollen. Sie können sich da aber auch inzwischen wirklich auf unser Professional Service Team stützen, was Ihnen dabei bis hin zu schlüsselfertig hilft, diese Workflows aufzubauen, zu parametrieren und auch Ihre bestehende Technologie und Landschaft durchaus in Form dieser inzwischen dort auf der rechten Seite in der Spalte sichtbaren Dockyard-Module in so ein System zu integrieren, sodass Sie es dann per Drag-and-Drop auch in den Workflow ziehen können. Und das ist jetzt auch die Überleitung zu der anderen Fragengruppe. Die geht so ein bisschen in die Richtung, es wird hier Prozessschritte genannt. Prozessschritte sind ja wahrscheinlich diese kleinen Icons. Wir nennen die von der Plattformsicht aus gesehen Dockyard-Module, aber das ist in dem Fall sicherlich das Gleiche. Wie kann man die eigentlich in einen Workflow kriegen? Wie kann man die konfigurieren? Vielleicht kannst du da mal mit der rechten Maustaste irgendwo, auf ein Modul raufklicken, auf so einen Prozessschritt und uns ein bisschen die Settings und Parameter zeigen von einem Modul. Und dann ist damit auch noch die Frage verbunden, kann ich denn da auch eigentlich eigene Blöcke reinbringen? Ich habe gerade schon Ja gesagt, aber die Frage hier geht noch weiter, nämlich wie? Was muss ich dazu tun? Gibt es da eine Programmiersprache? Gibt es da eine API? Das sind auch hier so ein Fragenkomplex. Das ist doch nochmal ein schönes Fragenpaket, was Helmut, du vielleicht jetzt hier nochmal beantworten kannst, wobei ich dazu sagen muss, hurry up, wir laufen sonst ein wenig aus der Zeit, aber die Fragen wollen wir auf jeden Fall noch beantworten. Ja, also an dieser Stelle nochmal ganz schnell erläutert, wir haben hier eine Reihe von Jobs, die immer einem Kunden zugeordnet sind und diese Jobs entstehen aus sogenannten Workflow-Vorlagen. Ich mache hier mal einfach eine auf. Und diese entstehen durch die Verbindung der einzelnen Dockyard-Module, die wir hier in der Liste haben. Wir haben hier ein ganz einfaches Beispiel, wir importieren Dateien und machen daraus PDFs.
Und hier sieht man zum Beispiel, dass die einzelnen Module nur durchparametrisiert werden. Es wird hier zum Beispiel dann festgelegt, in welchem Format soll beispielsweise die Textinformation gespeichert werden, in JPEG 2 oder Faxgruppe 4 beispielsweise. Oder weitere Parameter beim Import, hatten wir das schon gesehen, das Importverzeichnis ist festzulegen, welche Dateitypen sollen dort gelesen werden und ähnliches mehr. Und ich wollte Ihnen ganz kurz nochmal zeigen, wie man jetzt hier ein weiteres Modul einbauen kann. Wir haben hier ein Modul, das Leerseiten entfernen soll. Das ist in diesem Prozess bisher nicht der Fall. Das möchte ich hier gerne einbauen. Dazu füge ich einfach nur dieses neue Modul hier ein und habe dann hier ein Modul, dem ich auch bestimmte Parameter mitgeben kann, beispielsweise die Information, ob ich diese Operation Leerseiten oder Rücken nur auf Rückseiten anwenden möchte. Und damit wäre ein Template fertig und ich könnte jetzt diesen Job schlicht und einfach einem Mandanten zuordnen. Das mache ich mal ganz schnell. Ich sage hier neuer Job und dann wähle ich nur aus, wie dieser Job heißen soll. Nicht einfach mal neuer Job und wähle jetzt das entsprechende Template aus. Das ist nämlich dieses hier. Und schon haben wir hier einen neuen Job und sehen dann, das ist der gleiche. Und der würde dann hier jetzt entsprechend für diesen Kunden nur nochmal individualisiert, ein paar Parameter angepasst, also zum Beispiel das Importverzeichnis oder andere Dinge mehr. Und so entsteht dann sehr schnell ein neuer Job. Ja, die andere Frage, wir rennen jetzt echt auf der Zeit, deshalb mache ich es kurz. Und ich als ehemaliger Softwareentwickler, lange ist es her, beantworte natürlich gerne die Frage, wie kriegt man denn eigentlich eine eigene technische Komponente hier in diese Modulliste rein? Das geht ebenfalls, das Dockyard kommt, das kann man lizenzieren, wenn man das braucht. Das muss man nicht in jedem Fall bezahlen, sondern wenn man es braucht, kommt Dockyard mit einer Modul-API, einer Programmierschnittstelle, mit deren Hilfe ich eigene Technologien an die Plattform anbinden kann. Diese Technologien sind .NET 4.0 und was man dazu an Programmiersprachen braucht, war hier noch die Frage, ist, ja, was man im .NET-Umfeld nutzen kann. Das heißt, C-Sharp oder ähnliche Dinge, Visual Basic für .NET und solche Dinge kann man benutzen als Programmiersprache, um eigene Technologien einzubinden. An der Stelle, wer da jetzt nur Bahnhof versteht, das ist gar kein Problem. Haben Sie eine technologische Komponente, die Sie in einem solchen Ablauf brauchen, durchaus auch im Bereich Recognition, Formerkennung, Klassifikation, Formularlesung, packen wir es mit in ein Projekt. Das kann natürlich unser Professional Service Team auch anbinden, wenn Sie möchten. Ja, es kommen noch zwei Fragen und ich bin geneigt, die zu beantworten, obwohl wir jetzt 2 Minuten über die geplante Zeit sind, denn sie sind ganz interessant und sicherlich für die meisten hier auch noch eine wichtige Hintergrundinformation zu diesem Ganzen. Die Fragen zielen in die Richtung, was das denn eigentlich kostet. Und der Fragesteller hier, ich nehme ihn nicht aus der Anonymität raus, wie versprochen, aber der Fragesteller hier sagt schon selber, er weiß, dass es eine lästige Frage ist. Wie lästig ist sie denn? Oder kannst du uns mal 2, 3 Worte zu unserem Lizenzmodell sagen hier, Helmut, Herr Schünemann, Entschuldigung. Ja, also das ist natürlich eine ganz wesentliche Frage. Was kostet mich das am Ende des Tages? Unser Lizenzmodell ist ein sehr einfaches. Sämtliche Lizenzen, die Sie mit Dockyard erwerben können, auch für einzelne Module, wie beispielsweise die Freiformerkennung, richten sich ausschließlich nach dem Durchsatz, seitenbasiert pro Jahr. Und die Form Recognition können Sie als zusätzliches Modul zu Dockyard erwerben, zusätzlich zur Plattform und weiteren Modulen, die es dort als Optionen gibt. Und man kann an dieser Stelle jetzt nicht generell sagen, das kostet mich so und so viel Cent pro Seite, wenn ich das für die und die Dimension brauche. Wir geben Ihnen da gerne individuelle Preisinformationen. Was wir an dieser Stelle sagen können, verglichen mit klassischen hochpreisigen Capture-Systemen, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von Form Recognition sicherlich herausragend. Ja, und dann würde ich auch tatsächlich zum Abschluss kommen wollen mit der Beantwortung noch einer Frage. Die geht in die Richtung, kann man denn eigentlich eine Testversion bekommen?
Da muss ich ganz klipp und klar sagen, selbstverständlich können Sie eine Testversion bekommen. Der Herr Schünemann ist hier unser zuständiger Mann für das Dockyard-Produkt, auch inklusive der Form Recognition, die wir angeguckt haben heute. Und treten Sie mit ihm in Kontakt, schicken Sie ihm eine E-Mail, h.schünemann, S-C-H-U-E, N-E-M-A-N, h.schünemann@luratech.com. Schicken Sie mal eine E-Mail, er wird mit Ihnen in Kontakt treten, da können Sie selbstverständlich auch eine Testversion bekommen und wir können vor allem mal darüber sprechen, was Sie denn eigentlich vorhaben und wie weit man das mit Dockyard in Verbindung mit der Formularerkennungs- und Datenauslesetechnologie von Luratech abbilden kann. Ja, ich möchte dann ganz klar zum Schluss kommen, vielleicht mit einem Fazit, denn wir glauben schon, dass die Integration der Form Recognition Technologie in Dockyard diese Komponente, diese Technologie zu einem doch wesentlich leistungsstärkeren Tool für die Formularlesung und die Freeform-Erkennung, verbunden auch mit Klassifikationsansätzen, regelbasierten Klassifikationsansätzen macht, als Sie das aus dem PDF-Kompressor bis jetzt vielleicht kennen. Die Form Recognition in Dockyard ist für viele Anwendungsszenarien eine echte Alternative zu den hochpreisigen Capture-Systemen. Wir haben keinen selbstlernenden Algorithmus, das ist klar. Wir haben eine Lösung hier, die regelbasiert ist und in vielen, vielen Fällen wird es insbesondere eingebunden in die Dockyard-Workflows eine echte Alternative sein. Lizenzmodelle haben wir kurz angesprochen. Preise, da stellen wir einfach die These auf, wir liegen dort doch teilweise signifikant unter den bekannten Capture-Systemen. Sprechen Sie uns an, das beraten wir gerne mit Ihnen individuell. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wünsche Ihnen weiterhin einen angenehmen Tag. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Interesse an der Lösung haben. Wir gehen da gerne mit Ihnen in die Details. Vielen Dank, schönen Tag. Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für Ihre Teilnahme und ich freue mich auf Ihr Feedback. Dankeschön. Ja, du bist aber auch allerdings in Test.